Hi Leute, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ein Haul-Video. Es kam heute ein Päckchen an und so sieht das aus und ihr seht schon wie es verpackt ist. Es kann ja eigentlich nur Dream Beats sein. Ja, aber es kamen noch zwei andere Pakete die letzte Zeit. Auch von Dream Beats, weil ich immer mal so Kleinigkeiten bestellt habe oder Wochenenddeals und einmal von diesen Kleinigkeiten habe ich diese Dosen hier bestellt. Aber nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück davon, weil ich sie einfach brauche, um meine Sachen so ein bisschen zu sortieren. Gerade so die kleinen Sachen. Ich weiß nicht, die Dosen kann man besser stapeln und man sieht halt besser als in den Tütchen, was da drin ist. Und sie fallen mir schon durch die Gegend. Also so sehen sie halt aus. Eventuell mache ich daraus auch so Deko-Cupcake-Dosen oder so. Weiß ich noch nicht. Aber wenn, dann finde ich die auch ganz praktisch dafür, weil sie die schon so eine Cupcake-Größe haben, finde ich. Und ja, muss ich mal ausprobieren. Und sie haben sie halt alle, jede in so eine einzelne Dings getan. Und finde ich halt schade. Aber hier ist halt die Nummer. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was die Qualität übrigens macht. Ich habe jetzt das Videoformat ein bisschen geändert. Ich hatte die ganze Zeit auf MP4 gefilmt, weil ich die Sachen dann direkt hochladen konnte. Aber ich habe jetzt irgendwie so, dass halt ich eine höchste Qualität aus der Kamera rausholen kann. Habe mich nämlich damit ein bisschen beschäftigt. Und ich hoffe jetzt, dass die Qualität besser ist, aber ich muss es halt irgendwie nochmal bearbeiten, damit ich es hochladen kann, weil dieses Format akzeptiert YouTube nicht. Und ja, gut, zurück zu dem nächsten Päckchen quasi. Also es war so ein Luftpolsterbrief, das andere. Und da waren zweimal hier so Capuchons-Dinger. Ich glaube, das sind so selbstklebende. Und zwar einmal 100 Stück. Also die sind so klein und viereckig. Ich weiß auch nicht, warum da so vier einzelne sind. Ja, okay. 96 plus 4 ist ja logisch dann, dass es dann so ist. Aber warum sie das dann nicht so produzieren, dass es dann passt, ist auch ein bisschen fragwürdig. Aber ist ja auch egal. Und ich, wie gesagt, ich glaube, sie sind selbstklebend, keine Ahnung. Und hier haben wir die Nummer. Ich muss halt nochmal gucken. Ich habe das Ganze auch nochmal in größer. Das sind 50 Stück. Und die sind deutlich größer. Ich weiß noch nicht ganz, was ich damit mache. Ja, ich denke mal eher so für Karten oder so, um irgendwas hervorzuheben. Oder ich weiß es einfach noch nicht. Ich fand sie irgendwie toll, interessant und habe sie mir gekauft. Die haben halt auch nur so 90 Cent oder so gekostet. Beide packen jeweils. Und das ist echt im Verhältnis zu dem, was sie sonst kosten, kein Geld. Weil vorher kosten sie über 1 Euro. Und ja. Dann war da noch einmal Reißverschluss, und zwar 20 Stück drin in so einem Pink. Das ist, glaube ich, Terrylen steht da, glaube ich, drin. Keine Ahnung, was es für ein Material ist. Es sind auf jeden Fall so kurze, also fürs Nähen von Taschen super schön. Ich kann selbst noch nicht wirklich richtig gut nähen. So ein bisschen grob mit einer Maschine umgehen kann ich, wenn mir die ganzen Fäden eingespannt werden und so. Aber ich habe es noch nicht so drauf mit der Geschwindigkeit und so. Und ja, 20 Täschchen könnte ich daraus nähen. Hier haben wir übrigens auch noch die Nummer. Oder ich mache das mit Textilkleber. Das weiß ich nicht und da werde ich halt mal gucken. Und ja, sind halt so kleine Reißverschlüsse. Dann ist der Rest noch in so einem Organza-Säckchen gewesen. Das habe ich jetzt auch da drinnen gelassen in dem Organza-Sack. Und ja, der Organza-Sack ist auf jeden Fall schon mal rosa. Und da ist ganz viel Kleinzeug. Einmal die hier, da habe ich gemerkt, die habe ich in meinem letzten Haul auch schon gehabt. Da habe ich sie anscheinend zweimal direkt hintereinander bestellt. Oder sie haben gedacht, bei der einen Bestellung haben sie es vergessen und haben es mit reingepackt. Da habe ich noch nicht auf der Homepage an den Bestellungen geguckt. Aber zumindest auf dem Bestellstein war das Ding wirklich drauf. Aber das sind halt diese 100 Stück von diesen bunten, ja, edelsteinförmigen Steinchen. Finde ich aber nicht schlimm, dass die jetzt doppelt sind. Die kann ich auch auf Karten kleben oder Deko denn benutzen oder
Ja. Kann man immer benutzen. Und dann habe ich mir, weil ich mag das dann nicht, wenn ich nur so 8 Euro oder so habe, sondern, oder 7, keine Ahnung was, habe ich mir halt noch Knebelverschlüsse geholt für Armbänder oder so. Habe ich halt mal vor, ein bisschen was zu machen. Es sind 5 Stück drin mit dieser Nummer. Und das sind halt so, sie wollen gar nicht gezeigt werden. Und zwar sind das hier so Stäbe und hier so Ringe. Und dann schiebt man den Stab halt so durch den Ring und der Rest ist halt am Armband, finde ich ganz schön, gerade auch wenn man was Filigraneres gemacht hat oder so. Und ich quietsche wieder mit meinem Ball, wie eigentlich immer. Ja. Auf jeden Fall ganz interessant. Ja, dann etwas, da habe ich ein bisschen mich vom Format ja, nicht informiert. Aber es ist auf jeden Fall so eine Metallkette, steht Quantity 1. Und hier schon mal die Nummer. Und ihr seht, die ist schon recht grob. Ich dachte eigentlich, das wäre so eine schöne Schmuckkette, wie ich schon mal bestellt hatte. Aber ja, die Kette ist halt, ich glaube, 1 Meter lang oder so. Und halt voll, ja, irgendwie, ja, sie ist halt recht dick, wenn ihr sie so im Verhältnis zu meinen Armen seht. Aber da habe ich auch schon eigentlich, ja, überlegt, ob ich die nicht einfach benutze, um eventuell ein paar Kleidungsstücke aufzupeppen. Weil, ganz ehrlich, wenn man jetzt so irgendwo hier so eine Kette, ich meine, jetzt an dem T-Shirt sieht es nicht so gut aus, wenn man halt hier so eine Kette oder so irgendwie am Hals oder an den Schultern oder keine Ahnung, man kennt es ja auch bei den ganzen Gothic-Kleidern, überall sind Ketten und sowas dran. Ja, da will ich eventuell das verarbeiten oder ich verbastle das irgendwie anderweitig. Das weiß ich noch nicht, aber ich habe sie mir halt filigraner vorgestellt. Und es war halt auch so eine, die hat eigentlich ja wieder nichts gekostet durch den Wochenenddeal und deswegen. Ja. Und dann auch etwas, das habe ich mir, glaube ich, aus meiner Wunschliste dann mitbestellt. Das sind 4000 Halbperlen. Der Nummer und das sind halt so lilane und blaue und rosane und ein paar weiße zumindest, also 4 Farben sind da drin und die sind halt nicht selbstklebend, die muss ich halt alle, wenn überhaupt, dann selbst ein aufkleben. Finde ich deutlich günstiger als diese selbstklebenden auf, also ja, man braucht halt überall Kleber, aber trotzdem ist es deutlich günstiger als die selbstklebenden und ja. Wenn man eh schon die Formelarbeit mit den Steinen macht, dann macht das ein bisschen Kleber, was man dafür braucht, auch nicht mehr viel aus. Und als letztes, das war glaube ich auch entweder im Wochenenddeal oder einfach so aus Wunschding, und zwar Schlüsselcharms. Ich denke mal, die waren eher im Wochenenddeal oder so, weil ich habe jetzt nicht drauf geachtet, dass es nur 2 sind, aber das ist die große Verpackung. Aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Vielleicht habe ich sie mir auch bestellt, weil sie extrem günstig waren und ich sie einfach so oft paar Cent waren und dann ja, erklärt das natürlich den niedrigen Preis, wenn das nur so 2 Stück sind. Und ja, finde ich aber trotzdem ganz niedlich, weil die hier oben so ein bisschen herzförmig haben und ich habe damit schon eigentlich eine Idee, was ich damit mache. Und ja, das war es zumindest mit den Sachen, die mir schon vorher zugeschickt, also was ich vorher schon bekommen habe. Es ist auch noch, es ist eigentlich immer was von Doreen Beats bei mir unterwegs. Und dann habe ich ein Riesenpaket. Ich mache es nochmal zu. Also so kam es an. Wenn ich die Folie wegklappe, sieht es so aus. Und ich fange mal an mit diesem riesen Ding hier. Ah, okay. Das ist meine Bestellung, die ich getätigt habe, die eigentlich, die ist recht schnell gekommen, muss ich ehrlich sagen. Und zwar ist das etwas, hier ist die Nummer. Und da sieht man schon ein Bild und ich mache das jetzt gleich mal auf, ohne es kaputt zu machen. Und zwar ist das hier so eine Matte. Ich weiß nicht, hier hinten kann man. Ah, okay. Also, das ist eigentlich der Hintergrund, das ist vorne. Ich muss es auf jeden Fall unbedingt mal warm machen.
Und hier steht schon so eine Art Legende. Und das ist dann so ein bisschen mal nach zahlenmäßig. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal durchlesen, wie lange es klebt. Weil, ja, wenn ich halt ein Stück abziehe und vielleicht hier schon anfange, bis ich da oben bin, ja, weiß ich nicht so genau, wie das genau funktionieren soll. Das ist ein, heißt ja eigentlich, das ist, glaube ich, mit den Hotfix. Und ein Hotfix heißt für mich eigentlich, dass ich sie bügeln muss oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier so eine kleine Legende an der Seite, welche Farbe wohin kommt. Dann haben wir hier noch Zubehör dazu. Und zwar eine kleine Pinzette. Dann so ein Plastik-Perlen-Aufnehmen-Stift, so wie das aussieht. Dann irgendwas Klebriges, Blaues mit Folie dran. Eine kleine Schale und so ein Plastikschälchen auch wieder. Ich habe noch keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und auf jeden Fall haben wir hier einen Beutel mit den Steinchen. Und da sieht man hier, das sind so kleine viereckige Steinchen. Und dann pixelt man quasi das ganze Bild. Und hier haben wir halt auch noch rosa und blau und grau und weiß und verschiedene Töne. Ja, es wird spaßig, sage ich jetzt mal so. Und ich muss mir unbedingt durchlesen, wie das genau funktioniert, weil eine richtige Anleitung ist da jetzt, glaube ich, nicht dabei gewesen. Nein, das ist noch der Lieferschein von dem anderen Ding. Das ist auch nochmal der Lieferschein von meinem anderen Ding. Ja. Das sind die Lieferscheine von den anderen zwei Bestellungen. Und ja, ich glaube, mir ist gerade keine Anleitung entgegengekommen. Oder? Also wenn mir eine entgegengekommen ist, dann werde ich es gleich finden, wenn ich hier vor mir aufräume. Ja, ansonsten heißt es Internetrecherche oder ausprobieren. Ja, dann habe ich Sticker bestellt. Und zwar sind das zwei Stück, aber das war halt so ein 2-in-1 Ding. Also es war ein Preis für zwei Sticker. Und haben wir hier die Nummer. Dann holen wir sie mal raus. Ich finde es eigentlich überhaupt übertrieben, alles noch in diesen Plastikbeutel zu machen. Aber ich denke mal, ja, die auch noch kaputt gehen. Ich denke mal, das hat irgendwie einen organisatorischen Lagerzweck, weil irgendwo müssen sie die Preise drücken. Und wenn nicht, woanders als beim Lagerding. Ja, das sind halt so schön, das sind zwar mal die gleichen Bögen. Und zwar sind das so süße kleine Sticker mit ja, Kleeblättern und Kleeblätter mit Marienkäfern. Und ja, dann haben wir hier einen Beutel, den hebe ich dann später auf. Dann haben wir das Ganze quasi mit dieser Nummer mit Geschenken. Ich hole die jetzt nicht raus, das könnt ihr erkennen. Das finde ich total süß, auch für Geburtstage oder Weihnachten oder ja. Finde ich total süß. Ich glaube, das soll mehr Weihnachten sein, weil da auch so ein paar Säckchen sind. Aber ich finde, Geschenke passen auch zu Geburtstagen super. Und dann haben wir hier etwas. Das war auf jeden Fall einer von diesen random Stickern, wo man nicht weiß, was es rauskommt, glaube ich. Mit dieser Nummer. Wenn ihr die sehen könnt, könnt ihr sie sehen. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Und dann habe ich diese Panda-Sticker und die sind voll süß und voll voll klein und ja, ein süßer Hingucker zumindest. Ja, dann ein Stempelset beziehungsweise wieder dreimal die Stempel. Ich weiß auch nicht warum, aber Doreen Beats macht das immer so, dass man eigentlich nur einmal bestellt. Also man hat Quantity 1 eingegeben und dann sind drei Packungen oder zwei drin. Und das sind halt so schöne Blumenstempel und ja, ich werde unbedingt mal die anderen werde ich verschenken. Und ja. Und dann haben wir nur noch Verpackungsmaterial. Ich
Kiste ist leer. Aber in der Kiste war noch so ein Beutel. Und den fangen wir jetzt auch noch an auszupacken. Ich hoffe, die Kamera hält es durch, weil ich habe, glaube ich, schon anderthalb Balken verbraucht. Ja. Dann haben wir hier etwas, das ist nochmal eingepackt mit dieser Nummer. Das sind wieder Fläschchen. Da habe ich mir ja deutlich schon einige bestellt, aber ich kann irgendwie nicht ohne diese Fläschchen. Ich gucke halt immer, dass ich andere Inhalte habe. Und hier habe ich so Glitter, Flitter, Nail Art, Zeug, so mit verschiedenen Formen. Und finde ich ganz süß. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich nicht doch manches für Nail Art trotzdem benutze. Und zusätzlich zum Basteln halt oder nicht. Ich weiß es nicht. Und ja, dann habe ich Musterbeutelklammern bestellt. 20 Stück mit so kleinen Steinchen oben. Ich finde es schade, es sieht sehr, sehr blaulastig aus. Es gab irgendwie keine Ahnung, wie viele Farben. Ich glaube 4 oder 5. Und das sind sie. Ja, das sind einfach so Steinchen-Musterbeutelklammern. Kann man immer schön benutzen zum Gestalten von Karten und so. Genauso auch hier wie diese bunten in verschiedenen Farben. Finde ich einfach süß. Ist mal was anderes als diese einfachen. Und ja, da sind 50 Stück drin. Dann habe ich noch welche in Rot, Braun und Pink. Und zwar haben die so ein Herzdesign. Richtig, richtig süß. Und sind auch 50 Stück drin. Und gerade für sowas sind diese Plastikaufbewahrungsdinge richtig toll. Dann habe ich Polaroid Film Skins. Okay, das steht da drauf. Ich habe hier schon mal auf jeden Fall die Nummer und die Quantity. Aber ich habe immer halt, die Quantity ist immer so wie ein einzelner Produktdings in Dorian Beats halt ist. Und zwar sind das, ach okay, jetzt habe ich verstanden, was das immer für kleine Dinger sind. Und zwar sind anscheinend diese Polaroid-Fotos ja total in. Und das sind irgendwie so kleine, ja, okay, jetzt verstehe ich es. Also, kurze Erklärung zu dem Ganzen. Man sieht es kaum, aber anhand dieser Knicke sieht man ein bisschen, da kann man quasi aus einem Foto ein Polaroid-Foto machen. Einen Moment. Okay, also, genau, es ist auf jeden Fall so ein Aufkleber, der dann halt über das Foto gemacht werden kann, um es ein Polaroid-Foto zu machen. Und ich habe eigentlich gedacht, das sind so bunte Papiere, aber auch nicht schlimm, weil das kann man auch super für Karten zum Teil mit Stempeln machen oder mit Fotos. Richtig toll, und das sind halt ganz viele verschiedene Muster, die man hier hinten sieht. Und ja, mal gespannt, was ich damit effektiv jetzt mache. Dann habe ich mir einmal Schlüsselringe bestellt, und zwar 10 Stück in so einem richtig schönen glänzenden Silber. Einfach so, so ein Basic, was man immer mal braucht. Dann ein Perlenstrang. Und zwar sind die so pink und oval, und es sind 2 Stränge. Ja. Und ich finde schon mal eins, es ist ein bisschen beschiss, weil hier voll die Luftlöcher in dem Strang sind. Aber die Perlen sind wunderschön und sie sind so neonpink. Und das hat mich wahrscheinlich auch überzeugt, sie zu kaufen. Und hier haben wir die Nummer von den Perlen, und richtig toll. Dann haben wir das Ganze, was ich in dem einen Ding schon hatte, nur in der Nummer kleiner mit 10.000 Stück. Und zwar diese kleinen Halbsteine, Halbperlensteine. Also wie gesagt, genau die gleichen Farben, die gleichen, ja, nur eine andere Größe und eine andere Menge. Dann ganz viele, es ist ein Paket mit ganz vielen Nail Art Stickern, einfach um so kleine Mini-Sticker zu haben. Und ja, ich will die jetzt nicht alle zeigen, aber schon mal so grob vorweg. Es sind
glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene. Oder ganz viele gleiche, nur... Nein, also es sind auf jeden Fall ganz viele verschiedene. Wie man schon anhand hier dieser paar sieht, dass sie verschieden sind. Das sind halt alles so Blumenmuster. Und es sind halt alles so süße, kleine Sticker. Super süß und super praktisch auch zum Basteln von Karten, um kleine Akzente zu setzen. Habe ich mir definitiv wirklich nicht für Nail Art geholt, sondern zum Basteln. Weil ich finde, die meisten Sticker sind einfach so riesig. Und gerade wenn man irgendwo eine kleine Ecke haben möchte oder irgendwo obendrauf ein kleines Blümchen als Akzent. Ja. Kriege ich sie dann nicht mehr rein. Jetzt fliegen sie mir durch die Gegend. Ah, hier haben wir sogar noch Schleifchen. Also nicht nur Blumen, sondern auch Schleifchen. Und ich glaube, das sind 50 Blätter. Und da habe ich nachher einen Spaß, die da reinzufummeln. Dann haben wir hier einmal diese Packliste. Mal gucken, ob da vielleicht die Anleitung dabei ist. Nein. Nein, definitiv nicht. Und ich glaube... Ah, okay. Jetzt verstehe ich es. Die haben mir zwei Pakete in einen gepackt, deswegen ist es so viel. Da haben wir nochmal Knebelverschlüsse. Ich habe eigentlich nur einmal welche insgesamt bestellt, aber okay, hier haben wir nochmal welche. Und ich muss mich jetzt beeilen mit den letzten fünf Sachen. Und die haben halt wirklich zwei Bestellungen in eins gepackt. Ja, nicht so schlimm. Dann haben wir hier 100 Gramm Glitterherzen, so Streu-Deko-Konfetti-Zeug. Dann haben wir Band 10 Meter Kunstleder in einem dunklen Lila, was sehr, sehr dunkel ist, fast schwarz. Dann nochmal Canes, die ich noch nicht hatte. Sind ein paar Herzchen und so dabei, die ich schon hatte. Und ich meine, dass ich aber das komplette Paket noch nicht hatte. Sind wieder 50 Canes drin. Dann ein Geburtstagskuchenstanzer. Richtig toll. Für auch sehr, sehr wenig Geld. Weil Stanzer kosten sonst immer sehr viel. Und dann nochmal einmal so Metallcharm Schmetterlinge. Diese Nummer. Und Metallcharm Spinnen. Mit dieser Nummer. Auch richtig süß. Hier seht ihr. Oder seht ihr nicht? Also hier seht ihr sie auf jeden Fall. Finde ich auch total süß. Und das war's schon. Meine Kamera blinkt. Und ich bin froh, dass ich das Video jetzt gemacht habe und das noch alles drauf ist. Und dann sage ich euch schon mal Tschüss, falls die Kamera jetzt gleich den Geist aufgibt. Aber definitiv muss ich sagen, es ist gut von Doreen Beats, dass sie halt zwei Bestellungen in ein Paket machen. Andererseits muss ich halt sagen, es hat mich ein wenig gewundert. Auch warum es generell so viel war. Aber jetzt, wo ich die zwei Lieferscheine gesehen habe, ist es klar. Und ja, ich kann jetzt das ganze Zeug wegpacken. Und danach mein Video ein bisschen bearbeiten und mich mit diesem Hotfix-Set beschäftigen. Ich hoffe, dass dieser